Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. So, im letzten Part konnten wir endlich die Adler, die wir für die Jagdherausforderung gebraucht haben, ausfindig machen, erledigen und häuten. Das müssen wir jetzt nie wieder machen. Dafür, ja, werden wir uns jetzt ein kleines bisschen durch die ganzen Missionen hier kämpfen. Hier unten haben wir von einer guten Anglerkollegin sozusagen den Auftrag bekommen, einen richtig großen Fisch zu fangen. Bevor wir das allerdings machen, sollen wir erst einmal kleinere Fische fangen, um zu trainieren sozusagen. Ja, bin ich gespannt. Und vor allen Dingen, jetzt gerade eben hat Jacob wie endlich mal wieder ja, einen Besuch bei mir angekündigt. Beziehungsweise er hat angekündigt, dass seine Jäger mich holen kommen werden. Schon reichlich spät. Ich meine, ihr seht ja, ich habe die Widerstandsleiste von dem Gebiet schon quasi zur Hälfte voll. Und jetzt erst meldet er sich bei mir, obwohl ich den einen Punkt schon längst überschritten habe, seit mehreren Missionen, by the way. Irgendwie schon komisch. Ich hätte gedacht, jedes Mal, wenn man einen Punkt voll macht, dann, ja, dann meldet sich sofort derjenige, der für das Gebiet verantwortlich ist und holt einen ab. Scheinbar nicht. Naja, gut, egal. Ich werde mich jetzt erstmal in Sicherheit bringen. Ich rechne auf jeden Fall wieder damit, dass ich aus dem Nix heraus einen Pfeil ins Knie krieg. Ne? Oder in die Fresse. Wobei Fresse ja eher tödlich ist und das möchte Jacob ja nicht. Geil wäre es auch, wenn seine Jäger mich jetzt so aus der Luft abschießen würden. Das wäre witzig. Ne? Und den Legolas, der diesen Schuss schaffen kann, den würde ich dann auch gerne sehen. Weißt du, nachdem ich dann bei Jacob aufwache, möchte ich sofort den Kerl sehen, der mich aus der Entfernung in der Luft mitten in der Bewegung abgeschossen hat und dem will ich dann die Hand schütteln. Weil da hätte ich auch nur massenhaft Respekt vor. Ein Einfangteam ist auf dem Weg. Ja, nice. Das wird lustig. Ich sag's euch, mitten beim Angeln wird's. Na! Geil. Jacob denkt sich so, ne, dich lassen wir jetzt nicht angeln, Alter. Was ist das denn hier? Arkham Asylum? Einer von euch wird stark sein. Nicht nochmal. Verschwinde hier, Schwätzer. Ich weiß, du hast Schmerzen. Der Herr gibt und der Herr nimmt, hm? Aber du wirst nicht als Einziger geprüft. Wusstest du, dass ich eine Frau hatte? Wunderschön, oder nicht? Sie war schwanger mit unserem ersten Kind. Und wir waren eigentlich noch selbst Kinder. Ich hatte große Angst, Vater zu werden. Wegen des Geldes vor allem. Sie war unbesorgt. Sie war zuversichtlich, dass alles gut wird. Sie war immer zuversichtlich. Und dann eines Tages besuchte sie eine Freundin. Es gab einen Unfall. Und der Herr nahm. Und sie brachten mich ins Krankenhaus. In einen Raum mit diesem kleinen rosa Bündel, das an Schläuchen hing. Sie sagten, dass ich stark sein müsse. Und mein kleines Mädchen überleben würde. Gott hatte unsere Tochter gerettet. Und sie ließen mich allein in dem Zimmer mit ihr. Und ich starrte meine Tochter an. So hilflos, so unschuldig. Und sie hatte niemanden außer mir. Einen Niemand von nirgendwo.
gar nichts. Und in diesem Moment wusste ich, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Also legte ich meine Hand auf ihren kleinen Kopf. Und ich war ganz nah und konnte sie riechen. Und ich betete mit ihr. Ich bat um Weisheit. Ich bat um Stärke. Dann wusste ich es. Ich erkannte Gottes Plan für mich. Und dann legte ich meine Finger auf den Atemschlauch, der geklebt war an ihr engelhaftes Gesicht und drückte zu. Und dann nach einer Weile begannen ihre Beine zu zucken. Und dann nichts mehr. Stille. Erlösung. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Schmerz. Entbehrung. Das ist alles Teil der Prüfung. Um zu zeigen, dass wir Gott dienen können. Was er auch verlangt. Gut gemacht. Alter. Du musst stark sein. Das schon wieder? Töte das letzte Ziel, bevor die Zeit abläuft. Alter. Die Geschichte, die Jacob gerade erzählt hat, war verstörend. Alter. Seht ihr, das meine ich. Religiöse Psychopathen sind so extrem schlimm. Der hat es sich quasi schön geredet, dass er seine eigene Tochter getötet hat. Ey. Seine hilflose, kleine... Ey. Ne. Du bist keine Heldin. Halt die Schnauze. Ihr seid genauso wenig Helden, ihr kranken Psychopathen. So einem Kerl folgt ihr? Der seine Erleuchtung dadurch erlangt hat, dass er seine... gerade noch so überlebte... dass er seine Tochter getötet hat, die gerade noch so überlebte, an Schläuchen hing? Ey. Gerade erst auf die Welt kam... Anstatt zu versuchen, sich um sie zu kümmern und für sie zu sorgen? Gut, dünn die Herde aus. Alter. Das ist ja schlimm. Oh Mann, ey. Gut gemacht. Was für ein mieser Drecksack. Du bist keine Heldin! Ja, laber! Du bist keine Heldin! Ja, opfere dich schwach. Töten, oh. Töten, töten! Wow! Hi. Waren das alle hier? Scheint so. Hi. Ah, das war's. Alter, das ist auch gruselig, dass jedes Mal, wenn Jacob scheinbar diese Spieluhr rausholt, ich instant in Trance verfalle. Und weiß Gott, was anstelle. Ich wache jetzt gleich auf und habe wahrscheinlich den halben Widerstand getötet.
Oh Gott. Du musst stark sein. Ah. Scheiße. Ich dachte, ich würde jetzt wieder in dem Bunker aufwachen. Stattdessen wache ich hier mitten im Nirgendwo auf. Von Leichen umgeben. Ich wollte mich nur melden. Du wurdest schon eine Weile nicht gesehen. Die Whitetails könnten hier draußen echt deine Hilfe brauchen. Sieh mal bei Gelegenheit bei der Wolfstein vorbei. Wir haben eine Menge Arbeit. Alles klar. Alter. Wo ist die? Da ist die Wolfstein? Ellie Palmer? Okay. Vorher waren noch zwei Missionen da. Wieso? Ah, jetzt sind doch zwei Missionen da. Oh, hab schon Angst gekriegt. Was ist hier eigentlich? Erreiche die... Ah, die Mission. Stimmt, da war ja auch noch was. Zeit fürs Abendbrot. Genau. Boah. Ja, dahin zu kommen wird lustig. Ob ich es von hier... Nee, von da aus schaffe ich es im Leben nicht. Da sind zwei Riesenberge im Weg. Dann würde ich mal sagen, ich springe mal von hier ab und schaue, wie weit ich komme. Wir werden sehen. Oh, ey. Ohne Scheiß. Diese Background-Story von, Joseph war jetzt echt verstörend. Unfassbar. Seht ihr, und darin erkennt er Gottes Plan. Ey. Ne. Einfach nur ne. Das ist auf so vielen Ebenen falsch, dass ich schon gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Deswegen lasse ich es auch lieber. Boah. Ja, bei dem Höhenunterschied habe ich mir schon gedacht, dass ich es nicht komplett bis dahin schaffen werde mit dem Wingsuit. Aber immerhin habe ich einen Großteil des Weges dorthin dadurch geschafft. Das reicht ja auch schon. So. Jawohl. Was zum Teufel? So. Hi. Oh nein, 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 nein. So. Nice. Alter. Jetzt geht hier alles drunter und drüber. Ja, wenigstens einer scheint seinen Spaß hier zu haben. Oh Mann. Wenn ich hier oben wenigstens einen weiteren Ort entdecken würde, wäre das ja eventuell schon genug. Dann könnte ich mich von diesem anderen Ort aus runterfallen lassen. Aber da werde ich jetzt nicht drauf vertrauen. Ich laufe einfach ganz normal da hoch. Ah, schön zu wissen, dass ich jetzt auch wirklich mit den Tierjagen an sich komplett fertig bin. Nur noch angeln und dann ist gut. So. Ja, ein paar Schlangen sind mir egal. Verzieht euch! Nein! Haben die nicht gemacht. So, auf Wiedersehen. Geht doch. Oh. Wo lang jetzt? Ah, da. Ah. Ah. Raketenwerfer sei Dank. Hier oben ist doch aber jetzt safe ein Schnellreisepunkt. Jawohl, Frank's Hütte. Danke. Puh.
Anschepp, dieser verdammte Dieb war in meiner Hütte, hätte fast das Zeug aus meinem Versteck gefunden. Ich werde diesen Bastard jetzt aufspüren. In der Zwischenzeit kannst du mal sehen, was du mit dem Schloss machen kannst. Ich soll verdammt sein, wenn mir das noch einmal passiert. Hardcastle. Okay. Ungebetener Gast. Finde Frank und seinen Schlüssel. Aha. Interessant. Im Suchgebiet. Ich habe das Gefühl, diese Ziplines könnten mich auf die richtige Fährte führen. Deswegen versuche ich mal an den obersten Punkt zu kommen. Und dann von dort aus die Ziplines zu nutzen. Bis ich fündig werde. Ah, okay, da gibt's einen Punkt für den Kletterhaken. So. Jawohl. Und einmal hoch. Wow. Bin ich ja gerade eben noch einem Bären entwischt? Aber hallo, scheint so. Hat sich zumindest verdächtig danach angehört. Na naja, gut. Ja, Seilrutsche benutzen. Bis jetzt noch nicht fündig geworden. Aber da vielleicht. Auch nicht. Okay. Alter, ich hätte schwören können, spätestens hier hätte ich gefunden, wonach ich suche. Komisch. Okay, dann wäre mein zweiter Punkt, wo ich fündig werden könnte, was verdächtig wäre, diese Bärenhöhle. Schaue ich mich da als nächstes um. Ja. Habe ich mir gedacht. Ja. Vor allen Dingen frage ich mich immer noch, wo der Bär jetzt hin ist. Der ist einfach weg. Jetzt höre ich nur ab und zu ein Buschgeraschel. Aber der Bär an sich ist weder zu hören noch zu sehen. Naja, vielleicht auch besser so. Dann erst einmal das hier öffnen. Damit dürfte das Crapper-Versteck, jawohl, abgeschlossen sein. Geil. Sehr schön. Einmal alles bitte. Hier das Heft. Und hier das Heft. Hier die ganze Kohle. Bitte, Dankeschön. War da unten noch was? Nö. Zack, hier ist auch nochmal ein Magazin. Herrlich. Da. Okay. Ah, dieser Sack. Okay, ich sollte auch mal wieder Punkte ausgeben. Wofür ist allerdings die Frage? Nahkampfmeister, taktische Munitionstasche, Spezialmunitionstasche. Das wäre vielleicht gut. Spezialmunitionstasche, warum nicht, ne? Besser ist es. So, Sprengfalle, Waffenprofi von MPs und Schrotflinten oder Schwarzmarkt. Nämlich Schwarzmarkt. Ist besser. So, irgendein Skill, der... Das hier wäre jetzt nochmal 8 Punkte wert. Nehme ich. Ist für mich genauso gut wie jeder andere Skill, den ich da jetzt hätte kaufen können. Alles klar, das Prepper-Versteck wäre erledigt, aber wir haben natürlich noch genügend Zeit. Mit anderen Worten. Absprung. So. Herrlich. Dann mache ich das Prepper-Versteck. Danach würde ich dann zu dem einen Lachsgebiet fliegen, das ich ja bereits entdeckt habe und wo mich Jacob neulich abgeholt hat.
und dort dann endlich einen Rotlachs fangen, wie es eigentlich hätte kommen sollen. Meine Güte, ey. Jacob, dem muss ja richtig der Arsch gebrannt haben. Ich meine, klar, der Vater hat ihm einen Befehl gegeben. Von daher, da sputet er sich natürlich. Aber dass er mich wirklich noch nicht einmal angeln lassen wollte, sondern wirklich, sobald ich ungeschützt irgendwo bin, direkt zack. Hol ihn dir. Ja, nice. Böser Hund. Oh, Plattenkiste entdeckt. Da, tatsächlich. Nice. Okay, handschriftliche Notiz. Sorry, ich habe dich ausgesperrt, aber ich konnte nicht warten. Ich habe außerhalb der Hütte Geräusche gehört und musste ihnen nachgehen. Folge einfach dem Weg nach Norden, wenn du deine Ausrüstung brauchst. Ich bin am alten Aussichtsturm. Ich habe das Gefühl, dass unsere Jagd bald vorbei ist und wir endlich Beweise für die Existenz von Sasquatch finden. Stell schon mal die Drinks kalt. Dicky Densky, doch, richtig, gelesen. Auf Sasquatch-Suche. Ist Sasquatch nicht ein anderer Begriff für Bigfoot? Oder? So, finde Densky am Ausguck. Ach so. Okay. Wäre krass, wenn wir jetzt den Sasquatch tatsächlich hier finden würden. Oder zumindest irgendwelche groben Beweise für seine Existenz. Wer weiß. Warum regnet es da überhaupt Papier? Eieieiei. Eine schöne Blutspur den ganzen Weg nach oben entlang. Hammer. So. Da wären wir. Okay. Tagebucheintrag Nummer 419. Ich kann es nicht glauben, ich habe es gehört. Ein unverkennbarer Sasquatch-Ruf. Ich bin sicher, dass er aus der Höhle bei den Klippen kam. Ich habe so ein Gefühl, dass heute der Tag ist, an dem ich dem Squatch persönlich gegenüberstehen werde. Suche nach Densky und seinem Schlüssel. Ich habe das Gefühl, ich habe Densky gerade gehört und seinen Sasquatch. Ich glaube, das hat sich alles gerade erledigt. Hat sich für mich mehr nach Bär angehört. Zack. Nee. Von hier aus geht das nicht. Oh, Leute. Jawohl. Ich sehe nur diese ganzen Kanten mit den blauen Seilen und ich denke mir, boah, das wird ja eine schöne Kletterpartie. Hier hoch, na. Ey, komm. Oh, muss ich auf der kleinen Rampe stehen? Okay, Papa-Spiel. Ich gehe brav auf die Rampe. So. Bin ich hier überhaupt? Ah, doch. Keine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig bin, aber ich hoffe es einfach mal. Ja, jetzt geht's langsam wieder zurück. Na? Okay. So. Jawohl. Oh, Scheiße. Natürlich komme ich von hier aus nicht mehr da dran. Warum sollte ich auch? Na, das hat wenigstens funktioniert, der Sprung. So. Auf ein neues. Na, okay. Na, komm schon.
So. Und zack. So, jetzt aber. Geht doch. Na, jetzt muss ich mich... Wirklich? Ich soll mich runter? Seilen? Abseilen? Okay. Ich bin auf jeden Fall schon mal im Suchbereich. Ja, nice. Ich finde jetzt nur den Schlüssel. Ich finde einen toten Wolf. Menschenknochen. Finde ich irgendwelche Sasquatch-Hinweise? Nicht wirklich, oder? Nicht mal Fußspuren. Nur etliche menschliche Knochen. Wenn hier wenigstens so ein dicker, fetter, großer Fußabdruck wäre. Aber nicht einmal das. Ah, nur ein Ast. Und nicht mal den Bär an sich konnte ich da jetzt sehen. Gar nichts. Ah, und ich bin mir sicher, es war nur ein Bär. Nee, ne? Oh Mann. Komplett mit dem Gesicht in die Hütte reingekracht. Geil. Ah, da hatte ich noch viel zu viel Momentum drauf nach dem Öffnen des Gleitschirms. Schade. War doch ein Ticken zu spät. Aber... Ja, ich lande trotzdem direkt hier mit Schlüssel. Perfekt. So. Einmal alles mitnehmen hier. Jawohl. Lecker, lecker Vorteilshefte. Munition natürlich auch nochmal mitnehmen. Noch und nöcher. Ah, da ist der Geldstapel. Ach komm. So. Jetzt aber noch das Geld da nehmen. Ey. Nein. Da. Dankeschön. So. Das auch nochmal aufschließen, weil ich es kann. So. Hätten wir das Prepper-Versteck erledigt. Ja. Jetzt ab zu dieser Angelstelle. So, Moment. Weil ich ja ganz genau weiß, wie gerne das Spiel meine Wegpunkte löscht, nachdem ich mich irgendwo abwerfen lasse. Das Einzige, was jetzt schade daran ist, dass ich das Spiel hier auf der PS5 spiele, ist die Tatsache, dass die Ladezeiten hier so verdammt kurz sind, dass ich noch nicht einmal die ganzen Zitate von den Antagonisten lesen kann. Ne, ist schade, klar. Ihr habt den Vorteil, ihr könnt das Video pausieren. Und jederzeit so lesen. Ich habe den Luxus leider nicht. Ich kann nicht das Spiel in der Ladezeit pausieren. Muss auch gar nicht sein, dass man das kann. Wäre ein bisschen Overkill. Und viel zu spezifisch, als dass das tatsächlich jemand anderem außer mir irgendwie nützlich wäre. So. Okay, einmal hier und dann Lachsei, jawohl. Okay, auswerfen. Und jetzt erst einmal anlocken. Ja, da kommen sie schon, sehr schön. Ja, ja, ja. Der schwimmt ja gerade richtig im Zickzack. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich meine Richtung wechsle... Dann wechselt er auch die Richtung. Rotlachs. Ist ja süß. Und, war es das? Hey, bist du da? Skylar hier. Wenn du meinst, dass du bereit für den Admiral bist, ich bin am Claggett-Bootshaus. Hab schon alles vorbereitet. Ich warte auf dich. Okay. Ah, gefangene Rotlachse und die Mission selbst auch erledigt. Geil. Ich habe das Gefühl, die Mission wäre eigentlich viel länger, weil ich aber schon an einigen Stellen geangelt habe, war die Mission etwas schneller vorbei. Wahrscheinlich hätte ich von jeder Fischart, also auch Forellen oder Barsche, hätte ich eben von jeder Art eine
einen Fisch fangen sollen. Erntetruck, Versorgungsfahrzeug, hoch. Ich bin mir ziemlich sicher gewesen, dass ich hier in der Gegend Sekteneigentum entdeckt hätte. Vielleicht gehören die ja tatsächlich dazu. Nee, der ist mobil. Aber das hier ist auch mobil. Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte hier irgendetwas entdeckt. Also Sekten, wirklich Sekten, Eigentum. Davon habe ich ja hier bislang in dem Gebiet noch gar nichts entdeckt, was in Frage kommen könnte. Oh, hier das Vietnam-Feuerzeug, das hätte ich zugegebenermaßen auch noch holen können. Na gut. Darum kümmere ich mich jetzt auch noch einmal bei der Gelegenheit. Allzu viel Zeit haben wir in diesem Part zwar nicht mehr, aber ich würde natürlich gerne noch die eine Quest mit Ragnar machen. Mit Ragnar sage ich schon, Quatsch. Mit dem Admiral. Ragnar war die letzte krasse Angelmission, die wir gekriegt haben. So. Schön, da ist direkt der Bunkereingang. Muss ich noch nicht mal suchen. Oh, ach schade. Ich dachte, ich würde mich jetzt direkt an die Leiter dranhängen. Das wäre schön gewesen. Kann ich mich hier drin ja auch nochmal umgucken. Huch, interagieren. Okay. Was haben wir hier? Handschriftliche Notiz. Oh Gott, die haben Beth entführt. Ich bin los, um sie abzuholen, aber die haben sie schon vorher erwischt. Ich mache mich jetzt sofort auf die Suche nach ihr, um sie zurückzubringen. Sagt Eli, dass ich nicht warten konnte. Er wird verstehen, was ich damit meine. Wenn ich sie finde und sie befreien kann, sind wir vor Anbruch der Nacht wieder zurück. Wünscht mir Glück. Alles klar. So. Einmal runter. Da ist direkt das Feuerzeug. Nice. Und ein kleiner Safe, den ich knacken kann. Zack. Lecker Moneten. Hier noch irgendwas. Sieht nicht so aus. Ja gut, reicht aber auch an Beute. Sehr gut. Ach hi. Und direkt, blicke ich einem verdammten Hubschrauber entgegen. Hammer. Okay, wo genau wartet sie jetzt? Da? Ja, da ist sie. Habe ich da direkt einen Punkt? Nö. Aber ich kann wieder schnell reisen. Quatsch. Jetzt habe ich tatsächlich mal was Falsches genommen. Jetzt habe ich es endlich mal andersrum hingekriegt. Sonst habe ich mich immer droppen lassen, obwohl ich nur eine Schnellreise machen wollte. Jetzt habe ich eine Schnellreise gemacht, obwohl ich mich droppen lassen wollte. Kann auch mal andersrum passieren. Und wo? Ach, schon wieder gelöscht. Ey, Leute. Jetzt habt ihr es ja wieder gesehen, wie willkürlich das ist. Mal wird es gelöscht, mal nicht. Ich hinterfrage das schon nicht weiter. Und zack. Okay. Jawohl, da wären wir. So, meine Liebe, ich bin bereit für die Herausforderung. Let's go. Oh mein Gott. Ja? Ich hatte den Admiral. Ich hatte ihn an der Leine, aber dann kamen die verdammten Peggys aus dem Nichts. Ich habe einem was auf die Nase gegeben und bin abgehauen, aber meine Hand ist verletzt. Kann kaum die Rute halten. Jetzt musst du ran. Geh da raus und wirf deine Leine aus, bevor der Admiral davonschwimmt. Komm schon, ich brauche das Preisgeld. Lass mich nicht hängen. Schön und gut, aber warum klingst du so, als ob wir in einem Hallenbad wären? Warum hat deine Stimme so ein krasses Echo gehabt? Oder so gehallt? Hä? Na gut, sei es drum. So, jetzt liegt es an uns. Ach, erreiche... Oh. Ach so, da hinten. Oh. Na toll, Schnellreise nicht verfügbar. Na... Jetzt immer noch nicht? Ja. Alles klar. Ist hier ein Boot? Ich bräuchte ein Boot. Oder ein Boot-Spawner. Hier rechts von mir. Okay, dann machen wir es eben so.
So. Bei der Gelegenheit könnte ich auch meine ganze Beute verkaufen. Wird langsam wieder an der Zeit. Ich würde sagen, ja, den Stapel verkaufe ich. Hirschhaut, bei Pityhaut kann weg. Bisonhaut, Schwarzbärenhaut, Wolfshaut, Pumahaut, Vielfraßhaut. Reicht, oder? Federn kann ich eigentlich auch verticken. Und ich glaube, beim Rest ist es egal. Den Rest verkaufe ich später. So, ja, okay, Munition kann ich auch wieder aufladen. Warum nicht? Und ich nehme das hier. Zack. Habe ich sogar noch richtig schön gehört, wie es ins Wasser gedroppt wurde. Schön. So. Na dann, los geht's. Vom Boot aus zu angeln wäre ja, glaube ich, sogar besser. Oh. Da hätte ich jetzt eigentlich direkt rechts abbiegen können. Aber dann umfahre ich halt nochmal die Insel. Warum nicht? Ich weiß, da ist noch ein Prepper versteckt. Darum kümmern wir uns auch noch. Jetzt nur nicht auf Grund laufen. Hätte ich mir denken können. Ich wollte es trotzdem drauf anlegen. Ich wollte es trotzdem riskieren, aber ich habe es mir schon gedacht. Ja, ich weiß. War jetzt nicht das Cleverste. Oh, aber immerhin. Okay, angle den Admiral. Jetzt ist die Frage, was für eine Art Fisch ist er? Kein Plan. Okay. Na? Was zum Teufel? Oh Mann, der hat sich losgerissen. Der hat keinen Bock. Ups. Ja, okay. Kann ich nochmal auswerfen. So. Na, kommt. Schön anbeißen. Schön fein einbeißen. Na, los. Oh Mann, die haben ja gar keinen Bock. Ich jetzt mal beide Sticks. Ey, gerade eben hat doch direkt einer angebissen. Jetzt auf einmal gar nicht mehr? Hallo. Ah, jetzt. Wow. Wow. Alter. Na, komm schon. Jetzt wäre das beinahe gerissen, das Ding. Komm schon. Komm schon. Der muss doch langsam mal müde werden. Schon. Ey, am Ende wird der Bär mir noch den Fisch wegsnacken. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
Das war jetzt mega eng. Komm schon. Du musst doch langsam mal müde werden hier. Oh nein! Das gibt's ja nicht. Ah. Das ist unfassbar. Wie schnell der meine Schnur auf Rot bringt. Ja, komm schon. Oh boy. Oh nein, scheiße! So ein Dreck! Ja, echt? Habe ich irgendwie nicht so ganz gemerkt, aber wenn du meinst, du wirst es ja wissen. Okay. Komm schon. Wie oft der auch im Zickzack das macht. Verdammtes Drecksvieh. Oh nein. Was? Ach komm. Oh. Unfassbar. Aber gut zu wissen, dass ich scheinbar auch wenigstens den richtigen Köder benutze. Der war doch da hinten, oder nicht? Muss ich den weiter rauswerfen wahrscheinlich. Na? Na, hast du Bock? Na los. Jetzt. Alter Vater, ey, das ist ja echt ein langer Kampf. Vor allen Dingen, der entfernt sich doch immer weiter von mir, habe ich das Gefühl. Mache ich irgendwas verkehrt? Kann doch eigentlich nicht sein. Ich soll ihn ja müde machen, indem ich die, indem ich in die gegensätzliche Richtung drücke, in die er schwimmt. Und Jetzt kann ich ihn einholen. Er wehrt sich nicht mehr. Oder kaum. Komm schon. Jetzt gönn mir doch mal, Mensch. Weißt du, wie lange ich jetzt schon an dir dranhänge? Verdammte Axt nochmal. Na los. Komm jetzt. Ich
muss ihn noch in diesem Part erwischen. Komm schon. Ich habe echt das Gefühl, der kommt nicht einen Millimeter näher. Das wird langsam echt zum Problem. Wenn ich wenigstens wüsste, wenn ich wenigstens so eine Art Energieleiste bei dem Fisch hätte, bei dem ich weiß, okay, da ist er müde. Also entweder ich mache hier gerade etwas Grundlegendes verkehrt, oder der dauert halt wirklich legit so lange. Oh nein, scheiße! Oh mein Gott, da ist er! Du schaffst das! Oh Gott! Das war jetzt gerade eben so scheiße knapp. Jetzt habe ich echt gedacht, ich kann ihn an Land ziehen, aber dann hat er sich doch nochmal gewehrt in letzter Sekunde. Mieses Drecksvieh. Ja. Mal schauen. Habe ich ihn jetzt nicht müde genug gemacht? Mal schauen. Boah, wie die Angel auch am Wackeln ist, ne? Sobald ich einmal L2 drücke. Ah. Na los doch. Los doch. Ich muss doch langsam mal funzen hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Let's go, let's go. Jetzt kommt das Ding näher. Ja, komm. Los, 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 los. Nein. Nicht jetzt wieder entfernen. Nein, mach doch nicht so eine Scheiße mit mir. Ach, du Drecksvieh. Du kriegst ihn. Mach schon, das ist unsere Chance. Ich hatte ihn gerade eben fast. Ey, das ist doch scheiße. Das gibt's doch nicht. Jetzt komm endlich, du Drecksvieh. Ich hab's jetzt schon gefühlt 10 Minuten am Stück geschwächt. Das kann doch nicht sein. Ach, Laber. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ah. Ach, meine Fresse. Jetzt kommt er gar nicht mehr, oder wie? Mieses Stück. Ja, ja. Alter, was? Er wird müde. Ja, das sagtest du gerade eben schon. Oh, nee, ey. Der Fisch macht mich fertig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da fragt man sich echt, wer macht wen gerade müde? Alter, wie der auch gar nicht näher kommen will, obwohl ich die Leine einhole, ne? Das ist ihm einfach scheißegal. Der schwimmt einfach, wo er hin will. Das ist scheißegal. Aber sag mal,
Mache ich irgendetwas? Es kann doch nicht sein. Ohne Scheiß, Leute. Ich gucke nur mal im Tutorial-Menü. Das kann doch nicht sein. Kämpfer angeln mit Fliegen. Ja, einfach nur generell angeln. Ne? Auswerfen und anlocken. Ködern und fangen. Ermüde ihn, indem du eher entgegen den Bewegungen des Fisches bewegst. Ja, ist doch richtig. Hör auf, dagegen zu halten und den Fisch einzuholen, denn sonst reißt sie. Ja, also muss ich beides loslassen. L2 und R. Ist der Fisch müde, hol ihn ein. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit. Alter. Halte ich nicht genug gegen seine Bewegungen oder wie? Was? Ey, ich habe doch jetzt sogar losgelassen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ey, der Fisch will mich wirklich verarschen. Das geht doch gar nicht. Ich habe die ganze Zeit, ich habe jetzt extra beides wieder losgelassen. Trotzdem ging die Schnur drauf. Was soll denn das? Wie jetzt? Willst du mich verarschen? Du Arschloch! Jetzt auf einmal willst du gar nicht zu, jetzt auf einmal wollte er gar nicht zubeißen. Wahrscheinlich, weil er dann zu nah an mir dran gewesen wäre. Wollen wir wetten? Ha? Jetzt komm! Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin jetzt hier schon gefühlt 20 Minuten am Angeln. Und der will ums Verrecken nicht herkommen. Oh, jetzt will er gar nicht mehr anbeißen. Ja, du bist super, ey. Ganz sympathisches Viech bist du. Wäre schön, wenn ich seine Ausdauerleiste irgendwie übertragen könnte. Also hat er wirklich eine Ausdauerleiste, die ich über mehrere Schnüre hinweg leeren muss oder was? Na los doch. Wie viel Ausdauer kannst du denn noch haben? Jetzt zum Beispiel kann ich ihn problemlos einholen. Und jetzt geht er wieder weg. Alter, Leute. Ich hatte ihn doch gerade eben beinahe bei mir. Das kann doch nicht wahr sein. Werd müde. Oh, hab ich ihn? Das sieht gut aus. Komm schon. Komm jetzt. Go. Alter, ich fass es nicht. Guck mal an, wie nah der ist. Ja, ey, das war nicht mal eine Sekunde. Da konnte ich ja gar nichts machen. So schnell kann man doch gar nicht reagieren. Ey, du Drecksvieh. Jetzt mal ohne Scheiß. Oh, nee, Leute. Der Part dauert jetzt schon viel zu lange. Deswegen, ich mache jetzt an dieser Stelle für heute Schluss. Und im nächsten Part fangen wir das verdammte Vieh. Meine Fresse, ey. Alles klar. Dann würde ich für heute erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!